Morgen wird der Landtag über die Jagd auf gezüchtete Fasane abstimmen. Nach einem Antrag der Grünen, nachdem diese Fasanjagd hätte verboten werden sollen, wird dieser Antrag aber morgen, der zur Abstimmung steht, die Fasanjagd bestenfalls ein bisschen einschränken. Aber im Prinzip wird es weiterhin erlaubt sein, Fasane aus Massentierhaltung zu holen und in die Reviere auszusetzen und sie dann sofort wieder abzuschießen. Ohne dass das einen irgendwie gearteten ökologischen Sinn machen kann. Im Gegenteil, Fasane aus Massentierhaltung sind nicht in der Lage, den Bestand in irgendeiner Weise zu stützen. Abgesehen davon werden sie abgeschossen, bevor sie sich überhaupt vermehren können. Die Brutzeit der Fasane ist von März bis Juli. Ausgesetzt werden sie aber bis Ende Juli. Das sind Jungtiere. Und diese Jungtiere werden dann im Herbst danach unmittelbar wieder abgeschossen. Also ein reiner Zeitvertreib für die Jägerschaft, die einen Spaß dran hat, bunte, schlecht fliegende Vögel aus dem Himmel zu knallen. Und dieses Verhalten, das von der großen Mehrheit der Menschen in Österreich nicht gutiert wird, dieses Verhalten wird weiterhin erlaubt bleiben, wenn der Landtag diesem Vorschlag morgen hier zustimmt. In der Steiermark ist es ja immer noch erlaubt, dass Fasane extra zum Zweck des Abschießens gezüchtet werden. Was halten Sie da davon? Ja, wir halten davon nichts. Es gibt Gott sei Dank auch mittlerweile viele Jägerinnen und Jäger in der Steiermark, die sagen, das ist eine verheerende Praxis. Das schadet auch der Jagd. Das hat mit kultureller Jagd, mit weitgerechter Jagd nichts zu tun. Es sind Schießer, wie uns auch viele Jäger sagen. Und ich glaube, es wäre längst an der Zeit, es abzustellen. Fortschrittliche Bundesländer in Deutschland haben es längst verboten. Und zu sagen, es wäre Jagd und dann Tiere auszusetzen, sie speziell dafür zu züchten, das ist letztendlich nicht vertretbar. Morgen steht ja die Entscheidung im Landtag an. Wie wird es wahrscheinlich ausgehen? Na, es wird so sein, dass sich ÖVP, SPÖ und die FPÖ hier durchsetzen. Leider, es ist ein kleiner Schritt gelungen, der sehr klein ist. Unser Ziel ist natürlich langfristig die Fasanenjagd zu verbieten. Wir sind überzeugt, es wird auch gelingen, nur es braucht Zeit. Es muss der Druck von außen kommen, von der Bevölkerung, von den Tierschutzorganisationen und dann wird es irgendwann gelingen. Tiere brauchen nicht züchtet werden. Das sind zum Anschauen und für den Wald ist das interessant, schön für die Kinder, aber nicht zum Essen. Ich esse persönlich keinen Fasan. Und für mich braucht kein Tier sterben. Und was würden Sie sich für die Fasane wünschen? Ja, dass sie leben dürfen, bitte. Dass sie in der freien Natur leben dürfen und das sterben, wenn sie altersgerecht. Was mich stört, ist, dass man einfach auf lebende Tiere schießt, nur der Lust wegen, des Schießens wegen. Weiß ich, warum, dass man dann mehr ist oder was weiß ich. Also das ist für mich unerklärlich, dass man nur sinnlos auf lebende Tiere schießt, ob das gezüchtet ist oder nicht gezüchtet ist. Es war bisher schon so, dass eigentlich das Aussetzen zum massenhaften Abschießen verboten ist. Und genau das Gleiche bleibt jetzt wieder bestehen. Wenn nicht ganz klar geregelt ist, dass im Jahr, wo ausgesetzt wird, nicht abgeschossen werden darf, sondern erst ein oder zwei Jahre später. Damit es wirklich darum geht, dass die Tiere zur Bestandsstützung ausgesetzt werden. Bestandsstützung kann nicht bedeuten, dass man in einem Jahr 1000 Tiere aussetzt und dann gleich wieder abschießt. Wir fordern, dass es ein Gesetz gibt, das man ernst nehmen kann, das auch von der Politik ernst genommen wird, wie es geschrieben ist. Und auch exekutiert wird dementsprechend, denn auch jetzt ist eigentlich schon das Aussetzen zum Abschießen verboten und es wird einfach toleriert und es ist vollkommen eine Praxis in der Steiermark, diese Tiere sinnlos nur zum Spaß zu töten.